Mountainbiker. Ja. Gut. Namida, Champion. Ja. Schick, ja. Ja, straks. Zwei Herren, Team, allerdings fehlt noch einer. André Breuer. Die Gegner als Einzelfahrer unterwegs hat, findet er irgendwo eine Massage. Richtung Feldberg. Das sind dann. Da gibt es einen Kandidaten für, der sich freuen würde. In Freudenstadt hatten wir den Kia-Schlüssel. Und der hat es auch gehört, der stand morgens in der Startaufstellung und dachte, ja, Kia haben nicht so viele, ich habe auch einen, aber ich habe ja mal irgendeiner beim Aufräumen letzte Nacht in Donaueschingen bzw. heute Morgen. Kette oder Umwerfer, eher der Umwerfer, wenn man das so anschaut. Und wie geht's? Hey. Ja, het loopt. Schermen die lachen, hè? Ja. Ich nicht vergessen, ne? Nein. Hi. Möchte ich euch drei Damen vorstellen, und die wisst ihr jetzt von nichts, nämlich die Mädels, die immer die Trikots überreichen. Jetzt gibt es das große Interview mit euch. Ihr seid die, nicht gackern, braucht bloß einen Namen. Miriam. Die Miriam. Denise. Die Denise. Jule. Und die Jule. Jule, Denise und Miriam. Unsere Sieger, Ehrungsmädels. Ich glaube, wir können Ihnen auch mal einen Applaus spendieren, ne? Ja. Und das war es ein Klatsch, die rauskommen. Gleich noch einen Applaus hinterher für den Bürgermeister von morgen. Er darf auch zu mir auf die Bühne kommen. Komm hoch. Wir haben uns gerade schon unterhalten. Und wir machen das jetzt zusammen. Alle, die ihr mitgefahren seid von Donaueschingen nach Burgniederhof, einen riesen Applaus an euch. Bravo! Denn die Pia ist nicht da. Team Centurion VD, Markus Kaufmann. Gratulation, Markus, auf der 2. Multivan Merida Viking Team, Andreas Kugler. Und der Sieger, er heißt heute wieder Hannes Genzer, ebenfalls Multivan Merida Biking Team. Unverändert diese Dreiergruppe, nur Sekunden auseinander. Zwischen Hannes und Andreas war es eine Sekunde und zwischen Andreas und Markus dann eine weitere Sekunde. Also seit dem ersten Tag diese drei eng beisammen. Vierte Etappe. Als dann, verrutscht. 14:07. Auf 1, Team Texas sind dann auf 2, Team Centurion VD und auf der 3, Heiko Merida. Thank you.
Hochschwarzwald. Wer so etwas vermisst, kann auch einmal hier vorne gucken. Ich habe sie hier. Dann so ein Foto. Team Centurion und Uniron das Pedal auf 1, Team Althaus Adler auf 2 und das EDBT-Team auf der dritten Position. Alle zusammen. Hello guys. Hallo, wie geht's euch? How are you? After this stage? Letzte Etappe von Murg-Niederhof hinauf zum Feldberg. Wenn man das Höhenprofil anschaut, geht es tendenziell eigentlich nur bergauf. Die Etappe ist nicht so lang, 62,7 Kilometer, 62,7 Kilometer and 2000 vertical meters. Short stage, but the vertical meters I think it would be hard tomorrow, the most part of the stage going uphill, but I think when you are tomorrow on the Feldberg, it would be a great feeling for you and for us too. Und ich sage immer zu mir, solange ich so fühle und solange mich das noch so mitreißt, dann machen wir den Transschwarzwald noch, ja, wenn man das noch 40 Jahre durchzieht, dann bin ich dann 84, dann werden wir mal sehen.